herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, da sind wir und zwar in neuem Gewand. Also wir haben ein neues Format für euch gemacht, was sich allerdings thematisch auf jeden Fall an unseren älteren Episoden anlehnt. Die Schiffsformate und Serien, also Schiffsserien und Modelle haben wir vor langer Zeit vorgestellt, sind jetzt alle ein bisschen aus, ja, in die Jahre gekommen. Mhm. Deswegen machen wir das jetzt in kompakter Form nochmal für alle Schiffe, die flight-ready sind, bereits im Spiel integriert sind. Genau, so ist es. Und das Erste, was wir uns da vornehmen, wer hätte sich's gedacht und Weezen hat sich's gewünscht, es ist die Super Hornet, mein absolutes Lieblingsschiff von Star Citizen, der beste Jäger, den ich je geflogen bin, mein Traum, mein Idol, ich weiß es nicht. Ja, man kann zumindest sagen, dass es da, definitiv ist er da nicht alleine. Es ist nämlich tatsächlich das erfolgreichste Schiff von Star Citizen, insbesondere in der Jägerklasse. Es ist dominiert nach wie vor die Leaderboards, die F7, CEM und darum wollen wir auch das der ersten Folge widmen. Hersteller ist Anvil Aerospace davon. Das Vorbild dieser Reihe ist die F7A, das ist die Militärversion für die UAE Navy. Die haben dann, also Anvil Aerospace hat daraus die F7C-Serie für den zivilen Markt hergestellt und innerhalb dieser Serie ist die Super Hornet, die F7CM, der stärkste Jäger oder das Modell, was am dichtesten an dem Fighter von der UAE Navy dran sein soll. Genau, so ist es. Und hier handelt es sich also um einen reinen, dedizierten Dogfighter. Das ist ein Kampfschiff. Und von da aus gehen wir jetzt auch direkt in die erste Kategorie, nämlich Fokus und Features von dem Schiff. Also die Rolle dieses Schiffs ist eindeutig ein Überlegenheitsjäger. So ist es auch bezeichnet als ein Space Superiority Fighter. Hm? Schwieriges Wort. Ich bin drum herum gekommen. Yes, der erste Schritt ist geschafft. Das Schiff ist eine waffenstarrende Plattform, ein Tank, kann man sagen. Ja, es ist nicht die Geschwindigkeit, nicht die Wendigkeit des Schiffes. Es ist Belastbarkeit der Hülle und die Waffen, die Hardpoints, die dieses Schiff trägt, was dieses Schiff zum dominierenden Jäger macht. Genau. Und es ist ein ganz besonderer Faktor, der noch dazu kommt, auch innerhalb der Hornet-Reihe, denn es handelt sich hier um eine zweisitzige Variante. Das heißt, die Hornet, die Super Hornet hat zwei Sitze im Gegensatz zu einem, wie alle anderen Hornet-Modelle. Das heißt, wir haben hier einen zusätzlichen Rio-Seat mit drin. Dieser Sitz kann genutzt werden für einen Kommandanten, für einen Waffenoffizier, für einen Fluggast, den man mitnimmt, sogar für Gefangene soll er tauglich sein. Kann ich mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen, den hinter mir sitzen zu haben. Der haut dann irgendwie auf den Jack-Button und ich fliege raus aus dem Schiff. Aber auch das soll funktionieren. Das heißt, dieses Schiff ist gerade die Super Hornet, ein Jäger, der gerade für Staffelkommandanten sehr, sehr interessant ist oder für größere Orgas, die eine Kommunikation brauchen innerhalb ihrer Staffeln. Genau, und die vor allem auf Belastbarkeit setzen. Denn hier haben wir es mit starken Schilden zu tun, wir haben es mit einer starken Panzerung und eben dazu mit einer ordentlichen Waffenlast zu tun. Es gibt zwar in der Standardausführung keinen Laderaum, dieser wäre modular einsetzbar, aber eigentlich vorgesehen ist es nicht. Dafür gibt es aber mehrere Türme und einer davon, nämlich der Ball Turret, der ist inzwischen auch vom Rio-Seat schon steuerbar. Das heißt, den kann man ansteuern. Durch die Kamera schaut man dann und kann den steuern. Es soll später auch so sein, dass der Pilot die Funktionen aufteilen kann mit dem Rio-Seat. Ist jetzt aber noch nicht so integriert, kommt noch. Ganz, ganz wichtig, die Module zwischen den Hornets lassen sich tauschen. Das Cockpit allerdings, der Super Hornet, das zweisitzige Cockpit, das ist nur bei der Super Hornet. Einzigartig, ne? Genau, und darum gehen wir jetzt in den Tech Talk hinein und zwar direkt in unsere nächste Kategorie, nämlich Stats and Weapons. Und ich fange jetzt mal mit den Stats an, denn Weapons ist ja nun mal dein Fachgebiet, kann man ja nicht anders sagen. Darum bei mir erstmal das Grundsätzliche. Und zwar haben wir hier einen sehr schweren Jäger. 23 Tonnen wiegt das Monstrum im Vergleich zur Gladius mit ihren 16 Tonnen, also ein ordentlicher Kavenzmann. Entsprechend unbeweglich in gewisser Weise in Bezug auf die anderen Jäger ist sie auch. Das heißt, die Manövrierfähigkeit ist nicht so stark im Gegensatz zur Panzerung und den Schilden. Man kann aber sagen, dass sie trotzdem gut ausgestattet ist, nämlich mit einem Size 3 Engine, der sogar auf Size 4 aufrüstbar ist. Außerdem hat sie 8 Size 2 Thruster, die ihr die Manövrierfähigkeit verleihen und ein Size 3 Powerplant, das stärkste Powerplant in der ganzen Hornet-Reihe. Also da ist ganz schön was los. Was die Schilde angeht, können wir gerade nicht sonderlich viel sagen. Der Holotable spinnt da ein bisschen und gibt uns nicht die richtigen Stats. Das, was da auf der Homepage bei RSI steht, stimmt leider nicht immer hundertprozentig. Also die Schilde sind auf jeden Fall sehr, sehr leistungsstark und schützen das Schiff lange und sie bestehen aus 4 Projektorflächen. Das heißt vorne, links, rechts und hinten. Das heißt auch hier, das Schild ist auf jeden Fall für den Einsatz im Dogfighting konzipiert
Und wie gesagt, es ist ausdauernd. Aber welches Schild da genau zurzeit drinsteckt, kann ich jetzt leider vom Holotable nicht sagen. Mhm, genau, das kann man nicht ermitteln. Ja, und dann kommen wir zu den Hardpoints. Die Hardpoints, das ist natürlich jetzt so das, ja, das Wichtigste bei der Super Hornet. Wir haben hier vorne auf dem kleinen Cannon-Turret zwei Size 1 Slots, ja, für kleinere Waffen, die beweglich dann sind, von den Piloten steuerbar. An den Flügeln haben wir gimbelt beweglich zwei Size 2 Hardpoints, die ja, für Kanonen, für Badger Repeater gedacht sind. Auf dem Ball Turret obendrauf haben wir dann nochmal zwei Size 2 Slots, natürlich auch beweglich, weil es eine Turmwaffe ist. Und unter der, ja, Belly, unter dem Bauch, hängen noch einklappbare Raketen-Racks, die vier Raketen der Größe 1 zulassen. Das ist schon ein ganz schönes Ding, ne? Muss man mal so sagen. Alternativ kann man natürlich viel daran tun und man kann viel austauschen. Das bedeutet, man kann den Cannon-Turret vorne wegnehmen, der ja jetzt bewegliche Waffen trägt in der Größe Size 1 und kann da stattdessen eine unbewegliche Size 3 Waffe ranklemmen. Genauso das gleiche kann man übrigens auch mit dem Ball-Turret machen. Da wird es dann sogar noch eine Size größer. Das heißt, man kann den rausschmeißen und eine Size 4 Mount reinpacken. Das habt Dosa und du haben das gemacht. Macht, ne? Mit der Vanguard Gatling. Genau, mit der Vanguard Gatling. Ja, da gibt es auch noch eine schwere andere Kanone, die man reinsetzen kann. Ist aber ein spezieller Mount. Muss man sich dann im Store ausleihen oder kaufen. Genau. Ansonsten haben wir noch die Gimbal Mounts an den Flügeln, wo man auch die Gimbals wegnehmen kann und da stattdessen auch Size 3 Waffen unbeweglich reinsetzen kann. Also es gibt viele Variationsflächen. Und du kommst jetzt zur Standardbewaffnung. Ich komme zur Standardbewaffnung. Die ist jetzt hier tatsächlich eine reine Energiebewaffnung, die jetzt an Primärwaffen in der Super Hornet integriert werden. Da haben wir an erster Stelle natürlich die M4A Laserkanone von Behring. Zwei Stück sind jetzt verbaut, an den Flügeln eingesetzt. Diese sind, wie schon gesagt, an Gimbals aufgehängt, an beweglichen Halterungen und haben eine Reichweite von in etwa 1950 Metern. Mhm. Dazu kommt jetzt die Badger Repeater, die auf dem Ballschritt oben drauf sitzen. Die sind auch Größe 2 Laser Repeater, sehr, sehr schnell feuernd und sehr durchschlagend auch. Reichweite sind jetzt hier 3125, ich muss es ein bisschen ablesen, ja, sowas merkt man sich nicht. Und dann haben wir die kleinen Bulldogs, auch sehr, sehr schnell feuern, Bulldog-Repeater am Kanat sitzen. Diese kleinen Waffen haben auch eine sehr hohe Feuerkadenz und von der Reichweite sind die dann bei 2385 Metern. Die Heatseeker-Rakete Marksman, mhm, die ist im, ja, im Bauch verbaut. Das ist eine klassische Heatseeker-Abfangrakete, die etwas Übung braucht beim Treffen, aber wenn sie trifft, dann auch Schaden macht am Gegner. Genau. Ihr seht, es ist eine ordentliche Waffenlast, die an dem Ding dranhängt. Und was vor allem spannend ist in diesem Setup ist, es sind alles bewegliche Waffen da dran und es sind vor allem Laserwaffen. Das bedeutet, ihr habt mit den PIPs nicht allzu viele Probleme. Ist ein sehr, sehr gutes Einsteigerschiff tatsächlich. Ist natürlich sehr teuer, die Super Hornet, aber sie hat den Vorteil, dass sie mit ihren Energiewaffen, die alle die ungefähr gleichen Geschossgeschwindigkeit mitbringen, dass da die Pips, also die Waffeneinschlagspunkte, übereinander liegen und man dadurch sehr, sehr zielsicher ist im, mhm, Dogfighting. So ist es. Und ich glaube, wir gucken uns das Schiff jetzt nochmal genauer an und gehen jetzt mal eine Kategorie weiter, nämlich in den Flight-Test, den du durchgeführt hast. Also dieses Schiff, die Super Hornet, ist tatsächlich nicht ganz so einfach zu fliegen. Ja, man hat nicht so ein super Kurvenverhalten. Man ist nicht so schnell wie jetzt in der Gladius und man hat auch das Problem, dass das Schiff zum Durchsacken neigt. Das heißt, Manövrierfähigkeit ist immer schon die Schwäche gewesen. Das kompensiert man am besten mit einem Afterburner. Allerdings ist dieser Afterburner dann auch relativ schnell aufgebraucht und dann wird es für die Hornet tatsächlich gegen leichte Jäger zu bestehen sehr, sehr schwierig. Es ist ein Tank. Es ist tatsächlich ein Tank, der dominiert den Raum dann auch, wenn er seine Waffen wirkungsvoll einsetzt und kann dann im Grunde genommen eigentlich mit jedem Gegner fertig werden, wenn er es schafft, den Gegner halt auszumanövrieren. Genau. Und was ein großer Vorteil ist, ist eben das jetzt auf jeden Fall auch in der Standardausführung kommende komplett bewegliche Waffensetup. Das heißt, gerade Mausspieler haben es hier sehr, sehr einfach. Die haben relativ nah aneinander liegende Pips und sie haben sie alle beweglich. Das heißt, es ist wunderbar möglich, wenn man gut geflogen ist, den Gegner in einem Dogfight mit den Waffen zu verfolgen. Das heißt, es ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Kompensiert so ein bisschen die Trägheit. Mhm. Das Schiff ist jetzt auch seit dem aktuellen Patch schneller geworden. In der Standardausführung schafft die eine Spitzengeschwindigkeit
Geschwindigkeit im Combat, im Space Combat Modus von 225 Meter die Sekunde. Das ist schon recht achtlich so. Das ist jetzt gar nicht so wenig tatsächlich. Und wir haben im Cruise Speed ganze 935 Meter die Sekunde. Das heißt, auch bei diesem Schiff wird man wahrscheinlich auch größere Schiffe noch relativ gut verfolgen können. Genau. Was man auch sagen muss, ist inzwischen eine Erwähnung wert, ist das HUD selbst, das Head-Up-Display. Denn bei diesem Schiff ist es so, dass es tatsächlich einen militärischen Vater bzw. einen militärischen Mutter hat. Und da muss man eben wirklich sagen, hier haben wir ein volles militärisches Jäger-HUD. Das heißt, wir haben die wichtigsten Informationen direkt ins Sichtfeld eingeblendet. Targeting, sogar den Overview über unsere Energie und Schildmanagement, all das ist hier im HUD drin. Das ist inzwischen nicht mehr selbstverständlich für alle Jäger und das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil im Kampf. Ja, es ist tatsächlich das komplett ausgestattete HUD. Alle wichtigen Funktionen finde ich da drin. Dafür verzichtet die Super Hornet aber auf viele Multifunktionsdisplays. Ja, wenn man sich jetzt ein anderes Schiff wie die Gladius anschaut oder eine Saber, dann sieht man, dass da alles durch mehrfach belegbare Funktionsdisplays angezeigt wird. Bei der Super Hornet ist es eher das HUD, was wichtig ist. Der Blick ist ein bisschen verbaut. Der Pilot sitzt relativ sicher in seinem Cockpit, hat aber eine Einschränkung im Sichtfeld. Ja, es wirkt ein bisschen oldschool, ne? Gerade in dem Versuch, aber das ist ja auch der Sinn dieses Schiffes. Ja, und dann am Ende vielleicht noch aus deiner Pilotenperspektive ein paar Worte zu Pitch, Yaw und Rollen. Also die Stärke des Schiffs ist tatsächlich, wenn man das Schiff rotieren lässt um die eigene Achse. Da ist sie sehr, sehr schnell. Das wahrscheinlich durch diese Manöverdüsen, die um den Kranz oder um den Ball-Turret herumgebaut sind, hat sie einen ganz guten Schwerpunkt und lässt sich gut um die eigene Achse rotieren. Mhm. Pitch und Yaw ist auf jeden Fall präzise bei dem Schiff, sehr präzise zum Zielen, ist aber natürlich im Vergleich zu anderen Schiffen langsamer. Da gibt es durchaus schnellere Modelle, wo man schneller die Schnauze ausrichten kann. Dafür ist es bei der Super Hornet aber sehr, sehr präzise. Das Rollen ist relativ anständig, das geht, ist aber auch nicht so wahnsinnig schnell. Große Schwäche des Schiffes ist das Strafing. Alles, was ich jetzt nach links, rechts, oben und unten mache, hat eine sehr, sehr hohe Trägheit. Mhm. Ein Trägheitsmoment, den ich immer wieder überwinden muss. 23 Tonnen. 23 Tonnen spürt man da ganz deutlich im Stick. Und dann kommt das häufig dazu, dass man wirklich ins Schleudern kommt und dann das Schiff kaum noch abfangen kann. Durchsackt. Und man sieht schon, dass der Marker, der die Flugrichtung anzeigt, gar nicht mehr schafft, nach vorne zu kommen, ins Zentrum des HUDs zu kommen. Mhm. Und dann hat man schnell einen Asteroiden, den man mitnimmt. Ja, ja, also auf jeden Fall was für erfahrene Leute. Da kommen wir jetzt auch direkt mit in die letzte Kategorie, nämlich zu unserem Fazit. Also im Grunde genommen die Frage, wer sollte sich für die Super Hornet interessieren? Für wen ist das ein interessantes Schiff? Es ist wirklich das PvP-Schiff oder das Schiff, mit dem man wirklich alle Kämpfe im Dogfighting-Segment, im Jägerbereich bestehen kann. Es ist ein reines Militärschiff. Also verlieren wir hier Allrounder-Fähigkeiten, wir verlieren hier die Möglichkeit, wenn man sie wirklich ausfliegen will, die Super Hornet, Ladung zu transportieren. Dafür haben wir die besten Überlebenschancen im Dogfighting. Das Schiff hält wahnsinnig viel aus. Ja. Mhm. Also da würde ich sagen, wenn man dann weiter kämpft, dann kann auch alles schon rot sein. Die Teile können abfliegen, die Tragflächen brechen weg. Ich habe schon Hornets gesehen, die nur noch aus dem Bordschritt im Cockpit bestanden und ein paar Manöverdüsen und immer noch weiter gekämpft haben. Man merkt es kaum als Pilot. Man verliert den ganzen Rest und fliegt weit und denkt so, ach, steuert sich doch super, endlich ist es mal ein bisschen leichter geworden, aber bedrohen tut eines nicht. Deswegen mein Fazit, ganz eindeutig, dieses Schiff ist der Fighter von Star Citizen. Er ist gebaut, um im Dogfighting den Raum zu dominieren, das tut er auch. Er kann wahrscheinlich defensiv die Qualitäten gegen leichte Jäger ausleben oder voll ins Gewicht bringen, wenn dann der leichte Jäger seine Geschwindigkeitsvorteil einbüßt, dann ist die Super Hornet definitiv das stärkste Schiff im Raum. Richtig. Dazu muss man eben sagen, sie verliert an Ladekapazität natürlich, wenn man sie auch wirklich als dieser Jäger einsetzt. Das heißt, man müsste ein zusätzliches Modul einbauen, um überhaupt welche zu bekommen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass man darin keinen Speicherplatz hat. Das heißt, es ist nicht so, dass man ein Bett oder sowas hat, um sich ausloggen zu können. Das heißt, wirklich ein Schiff für Jägerpiloten im Fronteinsatz, für hartgesottene Söldner, die auf jeden Fall in den Dogfight wollen damit. Aber es hat den kleinen Vorteil, dass man es auch noch als Kommandoschiff benutzen kann. Dadurch, dass man einen zweiten Sitz hat, dass man jemanden mitnehmen kann, und die Ausstattung sehr modular ist, zum Beispiel auch ein Tracker-Modul eingebaut werden kann, eben um die Radarreichweite zu erhöhen und so weiter, hat man für einen Fighter schon mal ein sehr, sehr großes Paket zusammen. Also insgesamt muss man sagen, es ist nicht umsonst eines der beliebtesten Schiffe.
Spekulativ gibt es vielleicht noch eine Rolle, die dazukommen kann, was das Schiff übernehmen kann, gerade mit diesem Tracker-Modul. Mhm. Kann es sein, dass man dieses Schiff tatsächlich auch fürs Exploren benutzen kann? Schreiben Sie in der Broschüre, ich bin da gespannt, wo da die Rolle ist oder ob es eher darum geht, vielleicht Piloten, die ausgestiegen sind, wieder zu finden. Ja, durchaus möglich, So ist es, Also das war auf jeden Fall unsere Zusammenfassung zur Hornet. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr in unseren Kommentaren auf jeden Fall schreibt, welche Schiffe wollt ihr hier so auf diese Art und Weise als nächstes sehen. Damit können wir uns nämlich wirklich darauf einstellen und gucken, was wollt ihr gerne haben. Welche Schiffe liegen euch am meisten am Herzen? Dein Herzensschiff haben wir jetzt hier ja gerade behandelt, ne? Ja, hatte schon ein schlechtes Gewissen, dass es so lange her ist. das Update dazu. Ein wundervolles Schiff. Ja, so kann man das sagen. Ansonsten, wir freuen uns wahnsinnig über eure Abos. Also unterstützt uns mit den Abos, wenn ihr könnt. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr für uns tun wollt, dann geht auf unsere Patreon-Seite und schaut mal, ob es da was für euch gibt, wie ihr uns da unterstützen könnt. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Kommentare und für eure ganzen Likes und Dislikes und Wiesen und Sawyer verabschieden sich jetzt aus dieser Episode mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!